Jonas hat mir erzählt, du hattest einen Unfall. Ja, leider. Ja, wie ist das denn zustande gekommen? Was ist denn passiert? Ja, ich bin gefahren, mir wurde die Vorfahrt genommen und der knallt halt voll in mich rein. Hast du da Bilder von deinem Auto? Ja, habe Ja. ich. Ja, ist mir auch ganz gut reingeknallt. Oh, guck mal. Ei. Hat er was an der Achse? Ja, Achse ist gebrochen vorne. Und jetzt brauchst du ziemlich zügig ein Auto. Das Ja, ist das, das was ich wäre weiß. super, ja. Wie ich dich kenne, sportlich. Das ist richtig, ja. Ja. Sportlich, so VW, Audi-mäßig. Hast du irgendwelche wichtigen Wünsche, auf die wir eingehen müssen? Kannst du nur Schalter fahren? Kannst du nur Automatik Nee, fahren? ja, Schalter ist schon okay. Schalter? Ja, wenn Navi drin ist, ist auch super. Ja, Okay. wie gesagt, ein bisschen sportlich soll er aussehen. Und dann bin ich zufrieden. Ich vertraue Jonas immer. Das passt. Also Schalter, Automatik ist egal, es muss Ja, sportlich genau. sein, ein Navi wäre super, Genau. sonst hast du eigentlich gar keine Wünsche. Sonst habe ich keine Wünsche. Knete bei? Knete habe ich, ja. Siehst du, die nehme ich. Das sieht ein bisschen Genau, also mager aus. das sind jetzt anderthalb plus mein Ja. Auto will ich zur Verfügung stellen. Ach so, dein Auto sollen wir auch noch verkaufen. Das wäre der Plan. Und dann haben wir 3.000. Und dann habt ihr 3.000. Nee, jetzt warte mal, wir haben anderthalb. Haben wir jetzt und jetzt sollen Genau. wir dein Unfallauto Verkaufen, ja. wo steht der? Der steht an der Hauptstraße beim Abschleppdienst. Ah ja, okay, ich weiß. Ihr ruft mich an? Ja. Jo, Was sagen? wir hören uns. Jonas, Wir mach's sehen uns, mein gut. Lieber. Dann viel Erfolg, ne? Ja, danke Tschüss. schön. Tschüss. Werden wir gebrauchen. Was 1.500 hast du für Euro. Freunde? Nur die Besten. Der hat uns ja voll verarscht. Na, Quatsch. Da kommen 1.500 Euro und ein Unfallwagen. Lass doch mal anschauen. Was Vielleicht kriegen wir ja vielleicht sogar mehr. Wer weiß. Du weißt, wo der steht? Ja, ich weiß. Komm. Ja. Also, soviel ich weiß, bekommt Dennis 3.000 Euro von der Versicherung und will natürlich nicht komplett für das neue Auto ausgeben. Ne? Also, 1.500 Euro will er nur ausgeben, plus sein Audi A3. Klingt nach viel Schweiß und Schweißblech. So, gucken wir uns mal den Audi an und gucken, was der überhaupt für einen Schaden hat, oder? Ja. Weiß ja, Bilder können immer täuschen. Mal schauen. Ja, mit den 1.500 Euro von ihm kommen wir ja jetzt nicht weit, ne? Der Audi muss dann schon eigentlich noch einiges bringen. Ich hoffe, dass der vom Unfall her nicht so viel. Ja, so 1.500 soll er ein Minimum bringen. Ja, dass wir nachher 3 Scheine haben, wo wir dann ein ordentliches Auto für bekommen, ne? Bin mal gespannt, wie der gleich aussieht. Bei Unfallautos kann es echt extrem schwer werden, ein Auto zu verkaufen. Kommt drauf an, was das für ein Unfallschaden ist. Und es kommt drauf an, gehe ich zum Händler und nehme ein bisschen weniger Geld oder zum Export. Oder will ich den Privatverkauf noch richtig Asche machen? Das funktioniert natürlich so einfach nicht. Ach, da steht er. Ach, da steht er schon. Geil. Da steht er. Wie geil. Oh, der war richtig einen raufgekriegt. Oh, wie? Aber es ist ein relativ neues Modell. Ja, 2009. Alter. Oh Gott. Doch gar nicht so geil. Oh, der hat richtig einen raufgekriegt, wa? Aber richtig. Mal von hier sieht's ja echt gut aus. Also Ramona, wenn wir gleich Fotos machen sollen, dann am besten von hier. Top-Zustand. Nur die Seite. Traumzustand war einmal. Heute ist der Audi A3 ein Albtraum. Die Daten, Baujahr 2009, 137.000 Kilometer gelaufen und 125 Pferde unter der Haube, die seit dem Crash stillstehen. Jee, der ist voll versifft. Wie lange stand der? Wer setzt sich denn da freiwillig rein? Keine Ahnung. Ekelhaft. Wir können den Audi eigentlich nicht reparieren, ne? Ich meine, einen Wiederbeschaffungswert hast du bei dem Auto von 5.000. Wenn du jetzt aber bedenkst, dass vorne ist ja die Achse gebrochen. Das heißt, die brauchen wir neu. Da sind wir locker bei 1.200. Dann haben wir das Lenkgetriebe, was wir neu brauchen, nochmal 1.400. Dann braucht man Federbein, das sind nochmal 300 Euro. Dann braucht man noch Kotflügel, Motorhaube, Scheinwerfer, Stoßfänger vorne. Da sind wir roundabout. Nochmal 4.000 Euro. Das heißt, du kommst nachher irgendwo auf 8.000 Euro. Das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Da brauchen wir nicht anfangen. Und mit 1.500 Euro erst recht nicht. Nee.
Du hast da so einen Händler, der da... Ja, den Seffer habe ich doch. Ich habe hier noch einen, der handelt tatsächlich auch mit Audis und so. Oder mit der ganzen VW-Schiene. Ja. Dann rufe ich den einfach mal eben an. Ich schicke mal Seffer, schreib hin, 2000 Euro, mal schauen, was er sagt. Schickst ihm erstmal Bilder. Ja, ich rufe den anderen mal an. Ja. Moin, alles gut? Ja, ich habe hier einen Audi, einen Unfaller, der hat vorne links richtig drauf gekriegt. Seffert, ich habe einen wunderschönen Audi A3 für dich. Ja, ist weiß. 137.000 Kilometer hat er. Ein Schalter. Einen ganz kleinen Kratzer vorne links. Meiner hat kein Interesse. 2000 Euro, so wie das steht. Ja, guck mal, komm doch vorbei, guck dir den an, lass doch hier vor Ort handeln. Was sagst du? Ja, alles klar, bis gleich. Ciao. Cool, Sever kommt vorbei, guckt sich das an. Dann hat er ja schon mal Interesse. Ja. 2000 ist zu viel, meint er, aber ich hab gesagt, komm vorbei, lass hier handeln. Ja, aber erstmal gucken, ne? Ja. Ja, gut. Der Audi muss natürlich 1500 Euro Minimum bringen, damit wir ein vergleichbares Auto kaufen können. Ich sag mal, wenn wir 3000 Euro Budget haben, Audi, VW. Sportlich. Sportlich. Das wird schon besonders schwer. Autohändler Seffer kommt zwar mit dem Hänger, doch wie viel ist er bereit zu bezahlen? Hi. Moin. Hi, Ramona. Grüß dich. Hi. Alles gut? Ja. Seffer, wie geht's dir? Alles gut, David. Schön, dass du so spontan Zeit hattest. Wie habe ich immer, weißt du doch. Perfekt. Ja, Bilder hast du schon gesehen? Habe ich gesehen. Das Original? Dein Kratzer, ja? Ja. Ich habe es so ein bisschen bearbeitet, aber ja. Schau dir den an. Ja. Hat er was an der Achse abbekommen, weißt du das? Leider ja. Hat er, ne? Mhm. Okay. Genau. TÜV ist neu, Inspektion ist neu. Ja. Aufbereitung braucht er. Oh, so eine kleine. Ja, aber er kostet ja auch nur 2000, ne? Richtig. Absolut, bin ich bei dir. Und wir bräuchten die Felgen. Die Felgen, die könnt ihr gerne haben. Bei Export kommen die Felgen immer raus, weil das Auto höchstwahrscheinlich komplett zerlegt wird. Motor, Getriebe wird rausgenommen, Partikelfilter und dann wird es weiterverkauft. Und die in Einzelteilen? Genau, und da sind die Felgen eigentlich egal. Die könnten auch ohne Felgen dastehen. Auto willst du haben? Auto will ich haben, die Felgen dürft ihr auch behalten. Ja. Nur und zwei ist okay. Zwei ist nicht okay. Zwei ist nicht okay. Okay, irgendein Haken muss jetzt kommen. Zwei ist nicht okay. Sonst wäre es auch zu einfach gewesen, richtig, ne? Ja, was stellst du dir denn vor? So wie das steht, ja. Ohne Felgen, 1,5 und wir sind im Geschäft. 1,5. Also, Sever, 1,5 ist uns ein bisschen zu wenig. Komm, hau noch was drauf. Dann kannst du einen wunderschönen Audi mitnehmen. Und Trailer hast du ja auch schon da, ne? Trailer habe ich dabei, genau. Du weißt ja, die Schrittpreise hier. Huni klatsche ich drauf, 1,6. Was sagst du, Ramona? Komm, 1,7. Yes, yes! Bester Mann hier. Super. Mega. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, du hast ja sogar noch mehr gehabt. Ja, klar. Händler, ne? Wolltest du es zwei geben, sag es doch. Alter. 1700 Euro. Voll geil. Das ist ja jetzt besser gelaufen, wie ich gedacht habe. Wir können die Felgen behalten, 1700 Euro. Das heißt, wir haben jetzt 3,2. Ja, 200 mehr als geplant. 3,2. Und die Felgen. Braucht ihr Hilfe? Ja, alles gut. Na gut. Sever, wir sehen uns heute Abend, ne? Bis dann, ne? Haut rein. Ciao, mach nicht zu viel. Ja. Ciao. Dennis möchte ein VW oder ein Audi. Natürlich gucken wir nach den Fahrzeugen vorrangig, aber man muss einfach mal auf den Punkt kommen, wo man sagen, wir haben nur die 3000 Euro. Ich finde, die größte Herausforderung wird sein, dass wir erstmal so ein Auto sehr günstig einkaufen. Ja. Das wird eigentlich die größte Herausforderung. Und dann noch den sportlich machen. Ramona und Yunus suchen günstige Modelle, die sie auf Vordermann bringen. Umbau und Reparatur müssen sie mit einkalkulieren. Also 3000 Euro wird schon schwer, ne? Hier ist ein Golf, 1,6er. 1,6er. 824 TÜV. Der hat wohl auch eine raufgekriegt.
Ja, der Golf soll 2.500 Euro kosten, was ja eigentlich nicht viel ist. Den Golf kriegt man auf jeden Fall mit dem Motor, also mit dem 1.6-Motor mit 128.000 Kilometer. Den kriegen wir auf jeden Fall für 4.000, 5.000 Euro, sag ich mal in der Regel. Aber wenn er natürlich einen Unfallschaden hat, dann ist der Preis, dann fällt der Preis natürlich rapide ab. Man muss dann erstmal gucken, okay, was ist mit dem Unfall? Wo hat er den? Was ist dahinter versteckt? Wie viel muss man wirklich instand setzen, um das Fahrzeug wieder fit zu kriegen? Ein Auto mit Unfallschaden lässt sich grundsätzlich immer schlechter verkaufen. Was halt hier geil ist, ne, der hat den gleichen Lochkreis von den Felgen hier. Ah. Das heißt, wir könnten die Felgen wieder schick machen. Das ist auch schön. Und das wird halt auch echt geil aussehen nachher. Oh, mit Zehnern sehe ich schon. Krass. Ich probiere den mal eben anzurufen. Ja. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich habe hier ein Audi stehen. A4. Der sieht auch sehr sportlich aus. Ja, wenn jeder sitzt hier. 3.000 Euro soll er kosten. VB. Oh, das ist ja gerade unser Limit, ne? Ja. 3.000, da können wir ja eigentlich nichts mehr machen, ne? Da muss ja schon top sein. Genau. Ich rufe den Golf an. Ich rufe bei dem Audi an. Und du rufst den Audi an? Ja. Ich finde den Golf besser, ich rufe den Golf an. Ich rufe den Audi an. Dann mach doch. Dann mach du doch. Mal gucken, wer schneller dann geht. Ja, hallo, Ukrak mein Name. Ich rufe wegen dem Audi an. Ist der noch zu haben? Ja, alles klar. Bis gleich. Geht keiner ran? Super. Wie super? Audi A4, den können wir uns anschauen. Jetzt? Ja. Hat der keine Arbeit? Nee, hat er nicht. Meiner ist nicht reingegangen. Würde ich auch nicht, wenn du mich anrufst. Komm, lass mich anschauen. Danke. Naja. Nee, ich finde den Golf geil. Ich rufe da noch mal 2-3 Mal an. Der muss ja irgendwann, hat er ja auch Zeit. Ja, komm. Komm, dann gehen wir erstmal zu deinem. Genau. Aber mal gucken, ne? Der Audi, eigentlich, der Preis passt ja einfach nur mal gar nicht, ne? 3.000 Euro, ne? Und wir haben nur 3.2. Ja, also der muss schon echt gut dastehen. Auf den Bildern sah er jetzt nicht so schlecht aus, aber ne, müssen wir halt gucken, die Querlenker haben die Probleme vorne, ob da irgendwas ist, aber... Ja. Der Motor ist eigentlich top, ne? 2,4 Liter V6, weißt du ja selber, kriegst du eigentlich nicht tot. Automatikgetriebe sind eigentlich auch immer sehr robust. Ich denke, das kann schon echt geil werden. Ja. Der muss nur vom Preis runter. Ja, werden wir gleich sehen. Bin mal gespannt. Da ist er ja schon alles. Ach, der hat schon sogar Alufelgen, aber die sehen nicht schön aus, ne? Ja, ich habe hier schon was ganz anderes gesehen, du. Irgendwas passt hier da hier nicht. Okay, die Reifen. Oh, Ramona, deine Baustelle. Was hast du? Guck mal hier. Ah. Alles voll matt, ne? Da hat irgendjemand, siehst du hier schön den Unterschied. Irgendjemand schon versucht zu verfischen. Hinten das Rücklicht ist auch lose. Okay. Der Scheinwerfer, der ist doch auch. Zubehörscheinwerfer. Zumindest gibt es Argumente für die Preisverhandlung. Der Audi A4 ist von 2002 und hat 161.000 Kilometer runter. Mit 170 PS soll er 3.000 Euro kosten. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Ergi. Ramona, hi. Hi, Yunus, grüß dich. Ja, ihr hattet ja schon telefoniert wegen Auto. Genau. Kannst du uns so ein bisschen was erzählen? Hast du den? Ist ein Audi A4, Schlüssel habe ich auch da. Moment. Das ist ein Audi A4, 2002 Baujahr. Ja. 2,5 Liter Maschine, V6 und hat 170 PS. Bist du gefahren, das Auto? Genau. Hast du extra noch sauber gemacht? Also ich bin ein Mensch, der achtet schon ein bisschen auf seine Sauberkeit. Ja. 168, ja. 168.000. Anhören tut er sich ja gut, ne? Zieh mal die Haube. Hab ich. Perfekt. Laufen tut er ja schon mal ganz gut, ne? Ja, der läuft super. Boah. Schön ruhig. Der hört sich gut an, auf jeden Fall. Ah. Oh, guck mal. Sehr schön, ne? Der hat nämlich noch einen Motor. Ist auch noch kalt. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Aber auch nicht ölig oder so, ne? Nee. Also der wurde auch nie gedrückt, wurde immer vorsichtig gefahren. Ich kenne mich auch so ein bisschen aus mit den Autos so. Ja. 10er V6. Ja, das passt ja schon mal. Schön. Ja, V6 kriegt man auch nicht kaputt. Ja, die sind robust. Ja. Ja, aber... Ha? Engin, was ist hier los? Was hast du da jetzt? Wie? Funktioniert nicht? Nee, müsste funktionieren. Ah, stimmt, hier Kabelbruch. Aber können wir hier gleich in der Verhandlung ausmachen. Ja gut, wir haben uns das Auto ja schon eben angeguckt und deswegen, also der hat ja vorne schon einen
Dann hat er hinten das Rücklicht, ja, die Heckklappe. Der wurde vorne nachlackiert, aber ich hatte den so gekauft. Mhm. Heckklappe ist mir jetzt auch eine Überraschung. Ja, 3000 war er drin, ne? Ich würde mir sagen, Jonas, ne? Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber... Also komm, weil du den ja unbedingt schnell loswerden willst. Ich sehe da irgendwie 2-2. Boah, da sind wir sehr weit. Also was ich maximal machen würde, wirklich. Ich muss da mal eben ganz kurz lösen. Ja, okay. Also wegen dieser Stelle da, ja. Der Heckklappe, was ich da wirklich machen kann, ist 2-9. Also tiefer 2-9? Geht's wirklich neu. Tiefer geht's wirklich also, nicht. Also guck mal, 2-5 würde ich sagen. Boah, 2-5. Weil guck mal, ich muss Heckklappe machen. Vorne nochmal machen, die Scheinwerfer einstellen und ein bisschen Innenraum machen. Ja, das wirst du bei allen Gebrauchtwagen machen. Also was ich wirklich anbieten kann, ist 2,9. Darunter geht es wirklich nicht. Ich habe auch welche, die 2,8 bieten. Also der wird schon wegkommen. Ja, ich meine, klar, ich suche hier keinen Neuwagen, da hast du schon vollkommen recht. Dann lass doch einfach mal sagen, 2,6. Oh, das geht wirklich nicht. Also 2,9 ist wirklich meine Grenze. Mehr als 2,9. Gehst nicht runter? Nee. Schade, ich hätte ihn gerne mitgenommen, aber ja. Was habt ihr entschieden? 2,9, er geht leider nicht. Ja, unter 2,9 geht kein fix. Cent runter. Gib nicht nach. Schade, knallharter Verkäufer hier. Danke auf jeden Fall. Ich danke euch. Vielen Dank für die Zeit. Ich danke in dem Fall, ne? Jo, tschüss. Bis dahin. Bis dann, ciao. Ciao. Schade. Aber mich hat gerade der Golfverkäufer angerufen. Ach. Ja. Und ist ja noch zu haben. Der ist zu haben und wir können uns den sofort angucken. Komm, der ist jetzt eben fett. Wir müssen uns nur ein bisschen beeilen, er hat nicht so viel Zeit. Ja, machen wir doch, komm. Geil. Kein Cent runtergegangen. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ach ja. Audi hätte ich gerne mitgenommen. Aber denn, ganz ehrlich, ich bin voll zuversichtlich mit dem Golf. Der Typ, der war mega nett am Telefon. Meinst du? Ja, deswegen. Was soll er noch mal kosten? Der soll jetzt 2,5, ist der inseriert. Mit dem Unfall? Mit dem Unfall. Ja, da müssen wir halt ein bisschen genauer gucken. Ja. Ne? Nicht, dass der noch mehr hat, als er jetzt gesagt hat. Auf den Bildern konntest du ja nicht so viel sehen. Aber sonst, ganz ehrlich, meine Mama, die hat innerhalb von 2 Jahren hat die 5 Autos hingestellt gekriegt. Alles Schrott, musste die ganze Zeit investieren. Habe ich in Golf hingestellt, den fährt sie jetzt seit 5 Jahren und ist mega happy. Und wird sie noch weitere 5 Jahre fahren, bestimmt. Ich glaube nicht, dass da viel ist. Wen möchtest du anrufen? Ich möchte keinen anrufen. Wir wollen zum Golf. Der Golf steht in Witten zum Verkauf von privat. Guck mal, da steht der Golf. Ja, da ist er. Da muss der doch schon sein, ne? Ja. Der Typ. Oh, das sieht aber von hier mal nicht schlecht aus. Mal gucken wir mal, ne? Da bin ich mal gespannt. Hallo. Hi. Wir hatten telefoniert, Ramona Hübner, ne? Ja, Heiko. Heiko. Hi, hallo. Grüß dich, Jonas. Das ist das Heiko, hast du Schlüssel für mich? Super. Habe ich. Das steht das gute Stück. Ja, sehe ich schon. Reifen gut, Bremsen gut. Und warum wollt ihr den verkaufen? Ich habe meiner Frau einen 9 gekauft, die wollte den nicht mehr. Habe ich gesagt, kaufe ich dir 9. Kannst du sonst irgendwas zum Auto sagen? Eigentlich ist er so gut gepflegt. Inspektion habe ich machen lassen, noch vor dem Unfall. Ja klar, ein Auto ohne Rückleuchten, ohne Heckstoßfänger würde ich auch nicht mehr wollen. Ne? Der hat sich schön wahrscheinlich den Schaden auszahlen lassen, hat das Geld irgendwo anders hin verprasst und will jetzt einfach nur das Auto loswerden, die Frau. Ist ja nun mal meistens nach vorne geschoben. Die Frau kann man ja nicht loswerden, von daher. Oh, das hast du nicht gesagt. Nein. Das hast du nicht gesagt. Das hat der ja auch nicht gesagt, deswegen muss das Auto ja leiden. Alter. Aha. Ja, Heckschaden. Auspuff haben wir da ein bisschen Probleme, aber sonst sieht's gut aus. Auspuff müssen wir auf jeden Fall neu machen, ne? Okay. Der hängt schon auf 8:30. Ja, der hatte beim Unfall hat er einen mitgekriegt. Ja, genau. Auspuffbereich. Ja, hinten Auspuff, Heckleuchte, Stoßstange. Ja. Ja, die haben wir aber nicht hier. Radio fehlt. Habe ich verkauft. Also weil war so ein Navigationsteil drin, ich habe das schon so verballert. Hast du was anderes, Originale noch oder irgendwas? Nein, nein, nein. Hast gar nichts mehr? Leider nein. Ja gut, okay, dann. Leider nein.
Müssen wir da noch mal gucken. Motor muss ich mir noch mal anhören. Mal schauen. Oh, Ramona! Auspuff ist definitiv kaputt. Wir haben keinen Sportauspuff drunter. Oh. Inspektion ist neu. Zahnriemen wurde vor kurzem gemacht. Zahnriemen hat der gar keine Kette? Lifeboot. Ja, der hat einen Zahnriemen. Das ist der schöne 1,6er Motor. SR. Schöner Motor. Der läuft auch gut, ne? Ja, der hat ja noch nicht viel gelaufen. Ne? 130, 128 irgendwas ja. Hat der gelaufen. Läuft top. Mehr muss ich nicht sehen. Bei dem Golf ist eigentlich das größte Problem, dass wir die Probefahrt gar nicht erst machen können, weil keine Rückleuchten vorhanden sind. Ne? Ohne Beleuchtung können wir nicht im öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Mhm. Da hätten wir richtig ein Problem mit den auf jeden Fall blau-silbernen Pfeilen. Ne? Der Golf ist von 2005 und hat nach 128.000 Kilometern einen ordentlichen Treffer kassiert. Mit 102 PS soll er 2.500 Euro kosten. Der Preis hat es ja gesagt, 2,5? 2,5 habe ich nicht inseriert, ja. Verhandlungsbasis? Ja, kann man. Ja, kann man gucken, kann man gucken. Also jetzt haben wir ja schon zwei, drei Sachen. Ne? Ja. Du hast gesagt, Verhandlungsbasis. Ich bin jetzt einfach mal, ich würde dir jetzt anbieten, 1,8. Das ist so das, was ich verantworten kann, weil ich verkaufe ja auch nur ein halbes Auto, dementsprechend 1,8. Ja, 1,8 ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig. Aber also die B-Säule, die sieht ja auch wirklich echt ein bisschen arg schäbig aus. Ja. Ne? Ich sag mal so. 2,2? Können wir 2,2 machen? Gut, pass auf, wir machen es anders. Ne? Du hast Radio schon verkauft, du hast da schon Geld verdient bei. Das heißt, das Geld muss ich wieder in die Hand nehmen. Das heißt 2. 2.000 Euro bin ich mit einverstanden. Also 2.000 Euro können wir machen. Jonas? Ich hätte mal 2,2 eigentlich. Ja, die Augen. Nein, 2.000, perfekt. Hast mit dem Falschen gehandelt hier. So, vielen dann Dank. Zählen wir eben mit. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2.000, vielen Dank. Gut. Ja, alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß mit Papiere? Dem Auto. Sind im Handschuhfach. Super. Ich wünsche euch Dank. Viel Spaß mit dem Auto. Hat mich gefreut. Dankeschön. Er hat uns nie im Stich gelassen, also. Jo, bis denn. Auf 2 runtergehandelt. Alter. Ich hätte bei 2,5 fast ja gesagt. Geiler, ne? Ey, das Ding ist echt geil. Ramona hat das echt sehr, sehr gut gemacht. Ich hätte schon bei 2,2 zugeschlagen, ganz ehrlich. Also manchmal musst du handeln. Der nächste Tag startet gleich mit 18 Zoll großen Überraschungen. Alter, guck mal, was da steht. Da steht ja Felgen. Voll geil. Hat er die schon hergebracht, wa? Ey, das sind die schon von Audi, geil. Ah, die sind aber schon ziemlich, ziemlich schrallig. Ja, da müssen wir gucken. Lass einen Plan machen, aber eigentlich müssen wir die noch schick machen, ne? Ja, die müssen wir aufbereiten lassen. Gucken wir mal, gehen wir mal rein. Ja. Zeit für die Bestandsaufnahme. Wie fit ist der 17 Jahre alte Golf wirklich? Ist der Unfallschaden leicht zu reparieren oder doch teurer als gedacht? Jetzt schauen wir uns den von unten an. Kommen auf der Hebebühne gleich noch mehr Mängel zum Vorschein? Vorne haben die schon viel gemacht. Bremsen, Bremsschläuche, Stabis. Top, Auspuffanlage, gut, bis auf den Endtopf. Du hast echt ein schönes Auto gefunden. Gutes Auto, sagst du? Super, nichts dran, bis auf den Endtopf. Den müssen wir erneuern. Das ist ja perfekt, dann können wir ja direkt schon kalkulieren hier mal eben, was wir besorgen müssen. Da müssen wir ja gar nicht schrauben, da wird mir langweilig. Dann lass mal aufschreiben. Die Liste wird ja sehr lang, ne? Sehr lang. Golf. 5. 1,6er, ne? Ja. So, was brauchen wir? Boah, ich würde auf jeden Fall erneuern. Auspuff hast du zu mir gesagt. Den sollte man erneuern. Auspuff? Stoßstange hinten, aber die müssen mit PDCs sein. Mit Sensoren? Genau. Okay. Dann haben wir Rückleuchte links hinten. Außen? Ja. Links außen. Dann war doch noch das Navi, oder? Genau. Navi, Radio. Das brauchen wir auch noch. Okay. Und ich fand ja die Ding so schäbig, die B-Säule. Ist so B-Säule, so. Genau, da brauchen wir noch. Du hast gesagt gehabt, Carbonfolie. Carbonfolie finde ich eine ganz gute Idee. Ja, können wir rein. Da einfach so ein bisschen Carbonfolie.
Wir könnten sogar die Felgen noch aufbereiten. Lasten natürlich. Ja, aber wenn wir die Felgen aufbereiten, wir brauchen hier auf jeden Fall einen neuen Reifen, weil der voll im Unfall drin war. Ja, Felgenaufbereitung ist immer unterschiedlich, kommt immer auf die Felge an, Zustand an. Ja, für mich ist sehr wichtig, dass er vorne links die Felge einmal überprüft. Ob wir Höhenschlag haben, ob er einen Riss hat, ob die Felge noch rettbar ist, ne? Ramona und Yunus starten mit 3.200 Euro Gesamtbudget. Wenn nichts schiefläuft, bleiben nach der Reparatur 420 Euro übrig. Mehr darf die Felgenaufbereitung also nicht kosten. Und dann kümmere ich mich um den Auspuff, Navi und einen Reifen bestelle ich dann. Dann machst du die Neuteile, dann kümmere ich mich um den Stoßfänger und das Rücklicht und ruf da mal eben Schrottplatz an. Genau, Kabelfolie habe ich ja hier. Die gebrauchten Teile. Genau, dann machen wir das so. Sehr schön. Dann rufe ich mal so ein paar Schrottkontakte an. Ja, und ich guck mal, was die Sachen so kosten. Finden wir doch. Ja, Mama. Moin, ja, Ramona hier. Ich habe einen Golf 5 schwarz und bräuchte einen Stoßfänger. Problem ist, ich brauche den mit PTC-Sensoren. Hast du was da? Nee, nicht rot, ich brauche einen schwarzen. Moin, Ramona Hübner, hi. Ich brauche für einen Golf 5 einen Stoßfänger hinten und ein Rücklicht außen. Das hast du nicht. Ja, nur fürs Rücklicht 100 Euro kannst du nicht haben. Das funktioniert nicht, das ist zu teuer. Nee, nicht hinten rechts, hinten links. Nur muss ich die Sensoren muss ich mit bei haben. Ja, nee, blöd. Nee, das taugt nichts. Hast du beides? Ja, perfekt. Nee, Stoßfänger schwarz und Rücklicht hinten links außen. Und die PTC-Sensoren sind noch bei. Ja, Preis können wir ja gleich reden. Das gucke ich mir erstmal an, eben vor Ort, wie der Stoßfänger überhaupt aussieht. Weil wenn du da schon 20 Macken drin hast, dann kriegst du ja nicht mehr viel Geld von mir, ne? Ist klar. Ja, perfekt. Ich freue mich. Danke. Bis gleich. Auch Yunus bestellt fleißig Teile. Doch Vorsicht, jeder Euro zählt. Es gibt null Puffer. Super. Reifen habe ich bestellt, wird geliefert. Auspuff und Navi kann ich direkt abholen. Und ich nehme die Felgen mit und fahre zum Felgenaufbereiter. Passt doch. Hallo, moin. Hi, guten Morgen. Ramona. Amun. Haben wir telefoniert? Wegen der Golf 5 Stoßstange, hinten schwarz. Genau, und das Rücklicht. Und das Rücklicht, die Rückleuchte, ja, ja. Hast beides da? Habe ich alles da, schon ausgebaut bereits sogar. Perfekt. Ich kann es sofort hier holen, ne? Ja, im Moment. Ja, dann können wir uns das angucken. Sinan. Ich brauche mal bitte die Rückleuchte und die Stoßstange vom Golf 5. Hast du eine gute für mich rausgesucht, ne? Ja, auf jeden Fall. Saubere Stoßstange, normalerweise ohne Kratzer. Jalla, beeil dich! Jalla. Nur mal ein Motto tragen, laufen. Ja, die sieht ja gar nicht schlecht aus, ne? Ja, nee, ich habe mir schon was Gutes rausgesucht, keine Sorge. Ah, hier ist ein. Nee, nicht mal. Nein, musst du nicht lackieren. Da sparst du die ganzen Lackierkosten, hast du schon keine Kopfschmerzen, auf mit jeden den, Fall. Mit den Sensoren? Mit Sensoren, Packtronik, alles drin. Der hintere Diffuserstoß hier. Der Sex-Spoiler oder wie man das auch nennen sollte, ist auch noch dran, diese Kunststoffleiste. Aber hier haben wir einen kleinen. Ich sag mal so mit Politur. Was hast du dir denn vorgestellt? Also für die Stoßstange komplett mit Parktronik. 150 Euro muss ich haben. Ne? Okay. Und Rückleuchte verkaufe ich auch durchschnittlich immer 30 Euro gehen weg. Also quasi beides 180 inklusive. Ne? Und 180 inklusive? 180 inklusive. Aber ich sag mal so, Stoßstange sparst du dir Lackierkosten. 150 Euro sparst du dir ja schon. Ne? Von daher, ich nehme das, ich würde das so. Nasen sind alle noch dran, ne? Ja, ja, die ganzen Halterungen, alles. War kein Unfaller, keine Sorge. Ja, dann packe ich ein. Ja, perfekt. Dann bringen wir das zum Auto. Oh, perfekt. Ist ja jetzt mega gelaufen, oder? Wir hatten veranschlagt, dass der Stoßfänger mit dem Rücklicht 250 Euro kostet. Jetzt habe ich beides für 180 Euro gekriegt. Das sieht mega geil aus. Geld wolltest du ja noch. Ja, auf jeden Fall. Würde ich nicht nein sagen. So, ich habe jetzt auch noch ein bisschen Wechsel. 200. 20 zurück. Alter. Perfekt. Geil. Ich danke dir. Kein Problem. Und ich freue mich in nächster Zukunft, wenn ihr wieder was braucht. Ich glaube, ich komme öfter. Bei den Preisen komme ich öfter. Danke dir. Kein Problem. Wünsche ich den Tag noch, ne? Dir auch. Tschüss. Ciao. Auch Yunus war auf Teilejagd für den Golf. Ich bin auf dem Weg zum Felgenaufbereiter. Navigation und Auspuff liegt schon im Kofferraum. Die habe ich schon geholt. Leider etwas mehr ausgegeben. Ja, Ramona braucht auch noch ein bisschen Geld. Und ich hoffe, dass wir bei den Felgen nicht so viel ausgeben. Da bin ich mal gespannt, was die kosten.
Den genauen Preis kann nur der Felgendock bestimmen, nachdem er gesehen hat, wie stark die Felgen ramponiert sind und wie aufwendig die Reparatur wird. Gürkan, wie geht's dir, mein Lieber? Yunus, gut. Bei dir alles klar? Auch gut. Gürkan, guck mal, ich habe eine Felge mitgebracht, weil wir machen gerade einen Fall. Ein Kollege von uns hat einen Unfall gebaut, hat einen A3 und der hat die da drauf gehabt und der mag die Felgen. Können wir diese Felgen retten? Was sagst du? Guck dir das mal bitte an. Ja, klar, was hast du denn genau vor damit? Willst du die wieder originaltreu fertig gemacht haben oder was stellst du dir das vor? Was wäre denn besser, wenn wir das so originalmäßig machen? Also ich bin ganz ehrlich, wenn du sie jetzt so wie sie sind wieder fertig gemacht haben möchtest, ist halt ein bisschen kostspielig. Und bei dem Felgentyp wird das vielleicht den Rahmen sprengen. Das hieße, da bist du mal eben gute 700 Euro los fürs neu pulvern und Glanz drehen. Ja, das ist zu viel. Soll günstig sein. Einfarbig. Einfarbig. Was kostet sowas? Sehen die alle so verschrammt aus? Leider ja. Das ist einer der besten. Okay, wenn die alle so aussehen, kannst du in der Regel 100 Euro pro Felge rechnen. Mit Bordscheinschäden alles wegmachen und fertig machen. Weil unser Budget reicht leider nicht bis 400 Euro. Kannst du uns da ein bisschen entgegenkommen? Bisschen. Was heißt für dich ein bisschen? Womit würdest du klarkommen? Wir haben ungefähr 300 Euro noch dafür. 300 Euro? Dann ziehst du mir aber die Reifen ab. Mach ich doch gerne. Ja, dann kriegen wir das auch hin. Ja gut, dann zeig mal die Farben, die du meinst hier. Da bin ich mal gespannt. Aber die trage ich jetzt nicht dahin, ne? Nein, die kannst du hier nicht. Die werden hier eben aufgezogen. So, Yunus. Such dir was aus. Was ist das denn? Was ist das für ein Raum? Bro, warum sind meine Felgen immer silber dann? Du wolltest immer Silber haben. Was ist das für ein Raum? Du hast mir nie gesagt, mach. Das ist doch Wahnsinn. Und ich kann mir jetzt jede Farbe aussuchen. Kannst du jede Farbe aussuchen? Könnte ich mir die aussuchen? Könntest du die aussuchen. Die? Könntest du die auch aussuchen. Okay. Was mit der? Machbar. Boah, was soll ich denn hier jetzt nehmen? Warum hast du mir nicht einfach gesagt, wir nehmen die Farbe? Aber du hast mir jetzt das hier gezeigt. Ich weiß gar nichts mehr. Ich hab's. Die würde doch passen. Oder? Möglich. Nein. Oder die würde passen. Weißt du was? Gürkan, die Farbe. Yunus, ist alles möglich. Oder? Egal welche Farbe. Gürkan, warum hast du mich hier hingebracht? Ja, weil es günstig werden muss. Einfarbig. Ich hab's, die Farbe. Oder grün? Das ist auch eine coole Farbe, aber guck mal, die Pigmente da drin. Ja, okay. Fährst du gern Autoscooter? Nein. Ich nehme die Farbe. Genau die. Ich guck nicht mehr, sonst wird es wieder eine andere Farbe. Bist du sicher? Ich bin mir sicher. Wir nehmen die. Dann machen wir das so. Und? Genau, ich hab's voll vergessen, Gürkan. Was denn? Ich brauch die Felgen morgen. Dein Ernst? Du bist der Beste. Muss ich dich jetzt rausschmeißen? Du bist der Beste, wir sehen uns. Okay. Die Farbe, sonst nehme ich keine. Jonas, mach's gut. Mach's besser, ciao. Ciao. Ramona ist mit ihrer Beute schon zurück in der Werkstatt. Ja, Stoßfänger und Scheinwerfer haben wir schon. Jetzt müssen wir dafür erstmal den hier wieder ausbauen, damit wir den Stoßfänger anbauen können. In der Zwischenzeit müsste Yunus aber auch gleich schon eintreffen. Fangen wir erstmal an, dass wir fertig werden, ne? Beim Golf wird die Stoßstange unter den Rückleuchten angeschraubt. Deshalb müssen zuerst beide Heckleuchten raus. Nur dann kann Ramona die neue Stoßstange montieren. Ramona, ich bin wieder zurück. Hi. Auspuff. Navigation hat ein bisschen mehr ausgegeben. Okay. Aber ich sehe schon. Hier ist richtig gut gelaufen. Ich habe am Sportplatz weniger bezahlt, als wir eigentlich geplant haben. Ja, sehe ich schon. Geil, gleiche Farbe. Ich habe die Felgen zum Felgenaufbereiter gebracht. Also funktioniert, kriegt ihr. Ja, funktioniert. Kostet 300 Euro. Ja. Finde ich gut. Ja, das ist okay. Ja. Die waren ja schon ziemlich zerschrappt. Genau, Reifen geht sofort dahin, wird dahin geliefert. Wird dahin geliefert, dann macht ihr das schon fertig? Genau. Perfekt. Ja. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ehrlich gesagt, heute haben wir echt viel gemacht. Egal nicht mehr. Komm, machen wir heute Feierabend. Für heute ist. Ich gebe dir einen Kaffee aus. Heute ist Feierabend. Na? Bier. Ja, Bier? Ja, ein Bier. Ja, trinke ich ja nicht, aber egal. Bier gebe ich. Bier aus, ich trinke Kaffee.
der nächste Morgen. Wollen wir weitermachen, ne? Ja, haben wir noch einiges zu tun hier. Ich würde sagen, ich mache die Rückleuchten. Ja. Willst du schon mal das Navi einbauen? Ich mache Navi. Navigation. Super, baue ich schnell ein. Der Golf bekommt ein nagelneues Autoradio mit Touchscreen, Navigationssystem und Mirrorlink. Damit kann Dennis nicht nur sein Handy koppeln, sondern auch seine Apps auf das Display spiegeln. Yunus hat für das smarte Multifunktionsteil 175 Euro bezahlt. Das ist fertig. Yunus, wie weit bist du? Navi ist schon drinne. Ja, super. Lassen wir hoch, machen wir einen Auspuff? Ja, machen wir. Ich pack den schon mal aus. Ja, bei VW ist das so, es ist von vorne bis hinten ein Teil. Und wenn man einen Zubehör oder einen Sportauspuff drunter macht, dann muss man halt den Endrohr abschneiden, je nachdem, wie lang das neue Zubehörteil ist. Es ist halt günstiger, nur den Endtopf zu machen und das zu flexen, als das ganze Rohr bis vorne hin, ne? Genau. Passend zur sportlichen Optik soll der Golf auch einen kernigen Sound bekommen. Für die volle Dröhnung sorgt ein neuer Sportauspuff. Jetzt kommt was Vernünftiges rein. Wenn wir da die Schelle haben, aber es erst einhängen. Ja, lass mal hängen. Kostenpunkt für den neuen Sportauspuff 210 Euro. Ja, ist drin? Ja. Wie sieht's aus? Einfach nur mega. So muss ein Golf 5 aussehen. Jörg, kam ich schon da? Alter, die Felgen. Unglaublich, der Typ. Hallo. Hallo. Hi. Grüß dich. Na? Jörg, bester Mann, danke schön. Wie geht's euch? Gut, du hast die Felgen aufbereitet? Ich habe die Felgen aufbereitet. 24 Stunden Ding. Voll geil, ja. Ich bin auf der Durchreise, ich brauche Reifenkarre. Schubkarre ist da. Ich mach das. Ja, Ramona. Sollen wir helfen, oder? Mal. Ich muss dir noch was ganz Kleines beichten. Ganz was Kleines. Das Problem ist, wir haben die nur nicht aufbereitet. Wir haben noch was Kleines. Wie, noch. Ihr habt die nicht nur aufbereitet? Wir haben noch was, so ein Detail haben wir noch gemacht. Muss ich dir gleich zeigen. Krieg ich jetzt einen Schock, oder? Ja. Yunus, pack mit an. Oh Gott. Das ist auch schwerer geworden, ne? Hast du andere Felgen rausgesucht? Ja, kann man so sagen. Wow. Ja. Kann man machen? Ja. Alter. Heftig. Dann waren das, was hattest du gesagt? 300. Mit dem Reifen, ne? Reifen habe ich ja bezahlt schon. Wunderherrlich. Perfekt. Danke schon, so, mein Lieber. Dann viel Spaß noch. Ja, und ich freue mich, wenn es fertig ist. Wir auch. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Kannst du mir jetzt mal erzählen, warum du mir das nicht vorher erzählt hast? Ich dachte, du bringst mich um. Dennis alte Felgen sollen mit der neuen und stylischen Farbe für einen komplett frischen Look sorgen. Jetzt freue ich mich aber richtig, ne? Ich auch. Das ist heftig. Ramona, ganz vorsichtig, ne? Ganz vorsichtig? Wie wird Dennis auf die leuchtende Überraschung reagieren? Das sieht bei mir so aus. Richtig geil. Ob er merkt, dass das seine Felgen hat? Das ist das Problem. Dennis kommt gleich. Wir müssen auch ein bisschen sauber machen. Ja. Gleich sieht Dennis zum ersten Mal sein neues Baby. Noch hat er keinen blassen Schimmer, was ihn erwartet. Ja, Yunus, dann lass mal Kassensturz machen. Ja, muss ich auch noch machen. So, nehmen wir den roten. 2000. Gut, das können wir nicht ändern. Auspuff hast du gesagt? 210 Euro. Ramona und Yunus sind mit 3200 Euro gestartet. Für den Golf, Ersatzteile und Reparaturen haben sie 3040 Euro ausgegeben. Macht am Ende 160 Euro über. Bombe. Geil. Das ist echt gut. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich dachte, wir haben mehr bezahlt. Der Dennis ist schon da. Juhu. Dennis. Grüß dich. Hi. Grüß dich, mein Lieber. Alles gut bei dir? Hallöchen. Wir warten schon. Ja, ich auch. Bist du gespannt? Ja, ein bisschen. Wir auch. Ja. Wir haben jetzt eigentlich alles rausgeholt, was wir
in der kurzen Zeit schaffen konnten? Ja. Vor allem mit dem Budget? Ja. Spannung lüften? Ja, bitte. Ja, bitte? Ja, bitte? Auch mal höflich sein heute. Junge. Na, was sagst du? Crazy. Junge, diese Felgen, was ist los? Das ist ganz geil. Geil, allein die Felgen sind schon wild, ja sicher. Findest du die Felgen geil? Ja. Ich kenne ja Dennis vom Fußball und ich weiß, dass er eigentlich sehr emotionslos ist. Das heißt, ich schieße ein Tor, wir haben die Weltmeisterschaft gewonnen. Ne? Das kann ich mir schon gar nicht vorstellen. Ja, ich jubel aber sehr. Also wir haben sehr oft die Weltmeisterschaft gewonnen. Okay, so. Entschuldigung. Dennis schießt ein Tor, ganz locker geht. Vom Unfallwagen zum bösen Golf. Ramona und Yunus haben trotz Mini-Budget ganze Arbeit geleistet. Den VW ohne Stoßstange, Rücklicht und Radio haben sie in einen sportlichen Kompaktwagen verwandelt. So, wie es sich Dennis gewünscht hat. Ich muss noch eins sagen. Wenn du die Felgen jetzt anschaust, ja. Wenn du jetzt genau anschaust, was siehst du da? Das sind nicht meine alten, oder? Das sind ja deine alten Felgen. Das sind nicht meine alten. Doch, das sind die. Alter, ich kann gar nicht von den Felgen weggucken. Ja, bleibt mir die Sprache weg, ne? Was soll ich da sagen? Hau rein, bis dann.